Willkommen Reisende, wir sind wieder in Nordic Ashes, probieren heute nochmal die alte, weil die angeblich der stärkste Charakter sein soll. Und wir spielen mit den Karten, die sollen angeblich gut sein und wahrscheinlich irgendeiner der komischen Vögel, die die hat. Wir spielen Alpha im Normal, gucken als erstes, wo der Schwachsinnskristall ist. Wenn die Alte wieder drauf geht, kann die mich mal. So, Kristall einsammeln. Geld, wir brauchen Geld für den Laden. Oh Gott. Er doppelt alle Herzen, der ist jetzt nicht gut. Wir müssen einen anderen suchen. Den heben wir auf, wenn wir mehr Herzen haben. Wie hier zum Beispiel, kriegen wir wieder eins. So, hier ein paar Kisten. So, was gibt's da? Gold für Gold, das ist immer gut. Da ist ein Schwachsinnsbaum. Ach, wir haben keine 15 Goldmünzen. Super. So, erstmal aufwerten diese dämlichen Karten hier. Und ja, Na, eine Scheiße da. Man schießt halt nicht auf den Baum, weil warum auch? Dann sammeln wir halt hier Münzen. Gucken, was die anderen Schreine bieten. Hier ist noch eine Kiste, die wir nicht kaputt kriegen. Super. Das ist wieder so ein dummer Baum. Ah, hier. Nutzloses Objekt. Und gar nichts. Ja, schieß halt nicht auf die auf die Boxen, ey. Scheiße, das ist der Falsche. Wir müssen zu dem anderen gucken, was der uns bietet. Ja, ist mir gerade voll egal. So, der gibt Herzcontainer. Ja, Schaden erhöhen wir gar nicht, weil... Pff, warum auch, ne? Es gibt so nutzlose Objekte, die man sammeln kann. Natürlich schießt unsere Waffe auch nicht auf die starken Gegner. Warum auch? War jetzt so einfach. Ey Gott, schieß doch drauf, ey. Wie lange soll ich denn hier warten? Ist doch nicht wahr. So, dem ich einen Samen einsammeln. Gucken, was der andere für Geld bringt. Ja, klar, taucht aus dem Nichts wieder so ein Schwachsinnsbaum auf. Ja, 15 Münzen haben wir immer noch nicht. Ja, komm, leck mich. Kriegen wir für 5 Schwachsinnsmünzen. Ah, einen dummen Stein, den keiner braucht. Geil. Da dürfen wir jetzt hier wieder rollen bis zum Abwinken. Ja, wow. Warum auch? Eine Scheiße da. Ja, ein Schwachsinn. Jagst im Spiel, ja, wenn du nicht 100 Punkte für scheiß Neurollen ausgeben musst, oder was? Ein Schwachsinn, ey. Jetzt könnten wir uns den anderen roten Schrein holen.
Haben wir genug Herzen? Ah, jetzt kommt so ein Fetter. Ja, wow. Ah, bitte. Ja, wie wir nicht einen töten. Dass sie auch keinen Brandschaden erleiden, weil warum auch? Laufen durch Feuer und kriegen keinen Brandschaden. Oh. Ich kann die alte Mann nicht leiden. Wegen, die ist der stärkste Charakter. So ein Pech, wie wir hier mit den Fähigkeiten haben, die ihr uns vorschlägt. Na Scheiße, ja. Nehmen wir halt Projektile. Ja, diese Crit-Scheiße, ne? Oh, das geht mir so auf den Sack. Arten wachsen mit der Zeit. Oh, Scheiße. Ach, wir haben keine drei dämlichen Punkte. Wundert's. Ja, bringt's überhaupt nicht, wenn du keinen Schaden machst mit den einzelnen Garten. Schwachsinnscharakter. Ja, wir haben einen Scheiß freigeschaltet schon wieder. Ja, direkt ein Herz verloren. Weil wir arschlangsam sind mit dieser Roller. So, wir brauchen Kisten. Kann ja nicht angehen hier. 11 Münzen nur, ist doch für'n Arsch. Ja, töte den jetzt halt, mein Gott, ey. Ja, Kisten bringen gar nichts, wir brauchen Geld. Gott. Die sind super wie. Na, da sind Kisten immerhin, ey. Eine Münze, ich kann kotzen. Wir haben immer noch keine 15 zusammen. Jetzt werden es auch gar nicht übertrieben viele Gegner, obwohl noch nicht der erste Boss kam. Ja, geh mir nicht auf den Sack jetzt hier. Ja, Geldtränke brauche ich gar nicht. Ja, Scheiße, wir brauchen. Oh ja, geh mir nicht um. Wir brauchen Kisten. Ob der stirbt gerade oder Peng, ist mir so egal. Wäre aber ärgerlich, wenn er stirbt. Wir brauchen nämlich. Ja, weil kein Geld mehr drin. Wegen dem Scheiß-Boss. Boah, Alter, wie langsam wir angreifen, ne? Stärkste Charakter am Arsch.
Dann können wir jetzt auch den Schwachsinnsboss töten, weil in den Kisten ja wieder nichts drin ist. Woo! Ja, komm, stirb einfach, ey. Boah, Alter, geh mir nicht so auf den Sack. Gott, greif doch an, alte Troller. Nicht oder was, ey? Wir uns nichts kaufen, ich kann kotzen. Nehmen den Ring mit. Noch Kram, das ist eh nur Müll. So. Ah, mit dem da. Na, er war da hinkommt, dauert ja ewig. So, halt ein rotes Herz. Ja, geht nicht super. Nehmen wir das halt. Ja, haben keine Punkte mehr. Das andere können wir nicht aufwerten, weil wir die alte ja zum ersten Mal spielen. Immerhin haben wir jetzt einen Ring. Weil ihr findest ja nur Scheiße. Aber wir brauchen immer noch vier, gut, drei Münzen. Damit wir zu dem Gold dingen können, damit wir übrigens beim zweiten Laden ein bisschen Geld haben. Als wir es soweit schaffen mit der Troller. Ja, eine Münze und so ein Scheiß da. Ein Scheiß kann aber liegen bleiben. Wir brauchen Kisten, alles andere ist völlig egal. Und wenn wir eine Kiste von so einem Miniboss kriegen, gehen wir auf Abklingzeit. Das ist ja heftig, wie arschlangsam wir angreifen. So, wir haben 15 Münzen, das heißt, wir gehen jetzt zu dem Ding hier. So. Wenigstens ein bisschen Geld. Was gab der andere für Gold? Ah ja, den Schwachsinnsstein. Brauchen wir auch nicht. Ja, echt mal. Die Angriffsgeschwindigkeit ist auch für einen Arsch. Abklingzeit 0,2 Sekunden. Ich hab's aber selber nicht. Ja, wir haben immer noch nicht genug eingesammelt. Geil. Oh ja, wieder so ein dummer Baum, Alter. Stirb einfach. Geh mir nicht so im Sack, ey. Also den dummen Stein kauft man nicht. 5 Gold für einen Schaden, ey. Ach, Scheiße. Ich habe versehentlich diesen Scheiß eingesammelt. Oh, noch ein Baum. Ja, komm, stirb, ey. Ist nicht wahr. So, wir brauchen mehr Geld. Da sind Kisten. In denen nichts drin ist. Yay, wie viel Glück wir haben. Ah, hier sind wenigstens zwei Samen, die wir einsammeln können. So, haben wir jetzt mal genug Punkte. Oh ja, geh doch halt auf Schaden. Ey, es kann nicht sein. Ja, eine Scheiße da. Wahrscheinlich ist er der stärkste Charakter, wenn du gute Fähigkeiten bekommst. Und nicht hier so ein Scheiß jedes Mal. Die Alte kotzt mich an, ey. Die ist langsam, macht keinen Schaden. Wir kriegen nur Scheiße.
49 Leveln mussten wir 50, also mussten wir 25 Mal oder so neu würfeln, ey. Ach scheiße. Mann, Alter, gib mir Kisten halt. Oh, zwei Münzen. Yay. Wow. Ja, mit Münzen läuft in dem Level super, muss ich ja sagen. Ja. Alter, wie oft wir leere Kisten haben. Und das ist wesentlich mehr als 0,26 Sekunden. Erzähl, was du willst, ey. Gleich kommt diese fette mutierte Schnecke. Oh, jetzt haben wir wieder so ein Fernkämpfer-Arschloch. Mach gleich zwei von den Spinnern. Ja, greif halt noch nicht an, warum auch. Ja, ich habe den Kreis nicht berührt, du Penner. Die Abklingzeit ist so gelogen. Ich glaube selber nicht. Ja, das ist so viel mehr, als da steht mit der Abklingzeit dieser dummen Karten. Mhm. Das ist so beschiss. Dann braucht man gar nicht auf Abklingzeit gehen, ist nämlich völlig Latte. Stimmt ja eh nicht. Die mutierte Riesenschnecke. Ja Gott, stirb einfach, Alter. Im Bosskampf verschwinden auch super viele Gegner. Was natürlich egal ist, wenn du dem ich im Boss keinen Schaden zufügst. Oh Gott, die Alte ist so arschlangsam. Ist sie rasiert rein? Ja, oh, ja. Wenn du mit jeder Levelaufwertung auch genau das kriegen würdest, was du brauchst. Mann, ist so ein Scheiß hier. Der dämliche Penner lebt immer noch. Das dauert ja lange. Und das ist nur normal. Macht mir Spaß ins Helm. Ring kaufen. Noch ein Bogen. Das könnten wir mitnehmen. Aber 50% mehr Schaden. Dafür, dass wir instant tot umfallen. Ich weiß ja nicht. Der Durchschuss, ey, brauchen wir gar nicht. Aber naja. Ja, warum auch, ne? So, zu was können wir den Schwachsinn entwickeln?
Vielfach die Anzahl der Federn um 2 erhöht den Abschusswinkel. Wow. Zwei Federn mehr. Ah, hier mehr XP einsammeln. Das können wir gebrauchen. Und den Radius erhöhen. So. Könnten neu würfeln. Ja, und kriegen nur Scheiße, weil war ja klar. Wäre aber auch kein Mensch. So. Können wir eigentlich auch dumm rumstehen. Einsammeln müssen wir nichts mehr. Gibt keinen Laden mehr. Ah, der Schaden ist immer noch für den Arsch. Hm, zwei mehr Projektile von mir aus. Trifft ja sowieso nicht. Und das soll der stärkste Charakter sein. Guckt euch das Video mit meinem Jäger auf Expert-Modus an. Das ist Faden und nicht dieses Gelumpe hier. Einfach hat man Probleme, Alter. Das ist doch peinlich. Hey, eine Münze brauchen wir überhaupt nicht mehr. Die Abklingzeit ist so gelogen mit den Karten. So, wir warten jetzt einfach nur auf den Schwachsinnsboss Usamen. Die müssen wir einsammeln. Ich habe noch nicht das automatisch Einsammeln freigeschaltet. Der ganze Rest hier ist völlig scheißegal. Ab und zu mal ein paar Erfahrungspünktchen einsammeln. Oh, da ist ein dämlicher Baum. Wie er nicht stirbt, ey. Und das ist nur so ein Billo-Monster. Ah, da ist noch einer. Erhöhten Einsammelradius haben wir am Arsch. Also ich kann den Charakter mal nicht leiden. So, mehr Erfahrungspunkte. Höhere Sammelreichweite. So. Mennys Bogen. Mächtiger Bogen. Beide taugen nichts. Oh, könnte das auch schneller gehen? Also nach dem zweiten Shop ist es nur noch warten. Weil man muss nichts mehr einsammeln. Man könnte einfach dumm rumstehen. Man muss hier nur ab und zu mal im Kreis laufen. Und mal Erfahrungspunkte einsammeln. Es sind nur noch fliegende Gegner. Was ist denn jetzt kaputt? Also sind ganz viele Erfahrungspunkte. Oh, schon wieder so ein Penner, der schießen tut. Ja. Wie wir diese kleinen Minibosse nicht töten. Ich gehe kaputt, ey. Hoffentlich reichen die Herzen für einen Endboss. Endboss kann zwar gar nichts, da ist der in dem anderen Level wesentlich schwieriger.
Aber naja. Oh, hier liegt irgendwo ein Samen. Bin dran vorbeigelaufen, war ja klar. Ja, wo ist er denn? So, erstmal ein bisschen leveln hier. Gar nichts, ey. Ah, das können wir jetzt hier noch ein bisschen... Ja, hier, guckt euch die Scheiße an, ey. Kannst du so in der Tonne treten. Ja Gott, schieß doch auf die Alte, ey, ist doch nicht wahr. Baut die auch noch ab. Merz, die Kugel ist schneller wie wir. Die Bewegungsgeschwindigkeit der Alten ist auf den Arsch. Ja, lass dich töten, Herrgott, ey. Meine Fresse. Oh, hau doch nicht den ganzen Tag ab, ey. Oh, wie nervig kann man's machen, also ganz im Ernst. Lass dich töten, ey. Ist nicht wahr. Ich habe keinen Bock, da hinterher zu laufen. Es ist auch völlig egal, ob wir getroffen werden, weil, also mal im Ernst. Oh Gott, stirb doch. Mann, Mann, Mann. Das lange gedauert, stärkster Charakter am Arsch. Also, ich kann den Charakter immer noch nicht leiden. Und wegen stärkster Charakter, da musst du Glück mit den Fähigkeiten haben. Dann kann es vielleicht der stärkste sein. Aber wenn die Hälfte deiner Level neu würfeln müsstest, prinzipiell, ne? Also, ich kann die Alte nicht leiden, dass man die nicht einfach köpfen kann hier in dem Spiel oder löschen oder so. Gut, ich spiele die Alte nicht weiter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir spielen dann nämlich hier schön erstmal mit dem neuen Skin. Den anderen, die schalte ich auch noch frei. Ist bestimmt jetzt aber wirklich, wie das heißt, auch ist ja nur ein Skin. Sieht anders aus, aber vielleicht sehen dann auch die Fähigkeiten anders aus. Haben wir ja noch nicht ausgetestet. Spielen wir ja Alpha einmal durch und gut ist. Geht ja ruckzuck. Mit einem guten Charakter. Gut. Dann hoffe ich, eine Belustigung für euch und ihr habt mehr Glück bei den Auswahl der Fähigkeiten von der Alten. Ist genauso schlimm wie dieser Missing hier. Die beiden, also ob die im Spiel sind oder Peng. Und ich freue mich auch schon drauf, wenn die nächsten Karten hier freigeschaltet werden. Können wir uns dann auch gemeinsam angucken. Und was noch alles freigeschaltet wird. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.